Das Wasser hat schon desinfiziert, die kann ich dann wieder da reinwerfen und wieder benutzen. Die hier auch. Schmeiße ich auch da und dann mache ich die Pads da rein und dann Wasser. Oder das Wasser zuerst und dann die Pads. Das muss kalt werden, ne? Oder warte ich, dass das Wasser kalt wird und mache Pads da. Das andere ist für das Bohrwasser. Und dann lasse ich schon Pads da, ohne zu berühren, besser, ne? Die Pads. Ich habe keine mehr, deswegen. Und dann machen wir das Bohrwasser da, ohne irgendwas zu berühren. Wenn das alles vorbereitet ist, damit keine Fliege oder Staub oder irgendwas kommt, in die Augen gehen konnte, dann mache ich so, ne? Dann ist alles sicher. Das hier. Das ist damit, manchmal passiert, dass die Deckel oder irgendwas rollt und auf den Boden fällt und dann wird schmutzig. Und dann haben wir schlechte Karten, das Auge zu benutzen. Dann lasse ich das so. Ne? Dann ist alles vorbereitet, dann kann er kommen. Dann mache ich zuerst die linke Augen, putze ich mit Wasser und dann Tropfen. Und dann das rechte Augen dann wieder mit Wasser. Und wenn nötig ist, jeden Tag, wenn das irgendwie schlecht ist oder wenn nicht so gut ist, vielleicht ein Tag ja, ein Tag nein, kann ich das Bohrwasser benutzen, ne? Das Augenputzen. Das rechte Auge zuerst mit denen und dann mit denen. Das linke Auge ist im Moment gut, braucht das nicht, habe ich nie benutzt. Wenn das so ist, dann am besten ein bisschen wirken lassen auf die Augen und nicht direkt die Tropfen. Ne? Das ist wirklich nur im Notfall, direkt danach habe ich nie gemacht. Ne? Wenn das Auge wirklich schlecht ist, dann nicht nur putzen, sondern ein zweites Pad auf die Augen 1 Minute lassen. Ich glaube, das ist.